die bayerische Landeshauptstadt München am 23. Februar 2018. Die Demo für alle lädt mal wieder zu einem Symposium. Dieses Mal in die Wappenhalle auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens München-Riem. Vor der Halle, wie gewohnt, ein linkes Empfangskomitee. Allerdings, mehr als dieses kleine Häuflein vermag die hiesige linksradikale Szene nicht zu mobilisieren. In der Wappenhalle eröffnet derweil Demo für alle Initiatorin Hedwig von Beverförde das Symposium. Auch hier eine kurze linke Störung. Auch die fällt eher kläglich aus. Also schnell zurück zum Thema des Tages. Es geht um Kinderrechte und um die Frage, was es damit wirklich auf sich hat. Ja, es steht im Raum, dass in Deutschland jetzt die sogenannten Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Das ist geplant seitens der Großen Koalition. Die möchten also bis Ende 2019 einen Gesetzentwurf vorlegen, nachdem also diese Kinderrechte, die von der UN-Kinderrechtskonvention und so weiter definiert worden sind und festgelegt worden sind, dass die also ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen, in irgendeiner Form. Eigene Rechte für Kinder im Grundgesetz? Das klingt doch gut. Was spricht denn dagegen? Es spricht nichts dagegen, dass Kinder Rechte haben. Es spricht allerdings alles dagegen, dass diejenigen, die stellvertretend für die Kinder, die ja noch unmündig sind, die Rechte der Kinder wahrnehmen und sich um die Wahrung der Rechte der Kinder kümmern, nicht die Eltern sind, sondern der Staat, weil der Staat keine Zuständigkeit dafür hat, also keine primäre Zuständigkeit dafür hat, sich um die Rechte der Kinder zu kümmern, sondern nur stellvertretend in extremen Ausnahmesituationen einspringen kann, wo Eltern nicht dazu in der Lage sind, sich um ihre Kinder entsprechend zu kümmern oder deren Rechte entsprechend wahrzunehmen und zu vertreten, sodass die Kinder schweren Schaden nehmen oder verwahrlosen. Aber ansonsten liegt der Schutz der Rechte des Kindes, der Kinder immer in der Hand der Eltern. Im ersten Vortrag des Tages schildert der Rechtswissenschaftler Professor Jörg Benedikt eindrucksvoll einige jener Fälle, in denen Eltern mit diesen Rechten und den damit verbundenen Pflichten überfordert waren. Eltern gibt, die mit ihren Kindern nicht umgehen können. Benedikt führt aber auch aus, wie diese traurigen Einzelfälle der Politik als Vorwand dienen, die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe stetig zu erhöhen und so einen immer größeren Markt zu schaffen, in dem mit Kinderbetreuung und Jugendhilfe Geld verdient wird. Am Ende mündet der Vortrag in der Frage, ob das möglichst frühzeitige Unterbinden elterlicher Einflüsse zugunsten eines immer größeren Einflusses des Staates auf Heranwachsende nicht die eigentliche Absicht darstellt. Ist hier der Weg etwa das wahre Ziel? Das kann man schon vermuten, denn das ganze Projekt Kinderrechte in die Verfassung ist ein altes linkes Projekt. Es ist jahrzehntelang von der politischen Linken gefordert worden und man hat es immer wieder versucht, nach vorne zu bringen. Es steht halt tatsächlich zu befürchten, dass hier wirklich auch eine gezielte Abwertung und des Elternrechts, was im Grundgesetz Artikel 6 garantiert wird den Eltern als natürliches Recht, dass das damit verbunden ist, dieses Elternrecht also zu schwächen und zu neutralisieren. Das natürliche Recht der Eltern, frei nach Artikel 6 des deutschen Grundgesetzes. Darum geht es im Vortrag des Philosophen Professor Thomas Stark, der darlegt, warum eben dieses Recht unverhandelbar ist. Es gibt ja, wie Sie wissen, einen Fachterminus namens Naturrecht. Und dieses Naturrecht bezieht sich nicht darauf, dass wir uns so benehmen sollen wie die Tiere und unsere rechtlichen Angelegenheiten an der Natur orientieren im Sinne des Fressens und Gefressenwerdens, sondern der Terminus Natur bezieht sich ja natürlich auf das lateinische Natura. Und Natura bedeutet so viel wie das Wesen einer Sache. Das heißt, das Naturrecht geht davon aus, in der klassischen europäischen Rechtstradition, dass wir dazu in der Lage sind, zu erkennen, was etwas ist, also zum Beispiel, was eine Familie ist, was das Wesen der Familie ist, was das Wesen des Staates ist, und dass wir aus dem Wesen des Staates und der Familie ableiten können, welche Rechte Staaten und Familien haben, welche Beziehungen zwischen Staat und Familie zu herrschen haben. Denn das, was in diesen Beziehungen realisiert wird, muss natürlich der Natur der Sache, das heißt dem Wesen sowohl des Staates als auch der Familie entsprechen. Und daran hat sich auch der Gesetzgeber zwingend zu orientieren. Denn jeder Verstoß gegen rechtliche Regelungen, die das Wesen der an den Regelungen beteiligten Rechtsträger verletzt, ist natürlich ungerecht und eigentlich illegitim. Das
heißt im Grunde genommen, würde ein Staat, der massiv das Naturrecht verletzt, gewissermaßen seine eigene Grundlage sich entziehen, indem er seine eigene Legitimität infrage stellt, was so extrem werden kann, dass Widerstand der Bürger gegen diesen Staat notwendig werden kann, wie zum Beispiel in Diktaturen. Diktaturen sind klassische Beispiele dafür, dass Staaten ihre naturrechtlichen Aufgaben nicht wahrnehmen, sondern sie verletzen. Und es ist ja sogar in unseren verfassungsrechtlichen Kontexten geregelt, dass unter solchen Bedingungen, unter denen also massiv das Gerechtigkeitsprinzip verletzt wird durch den Staat, in einer wirklich also diktatorischen Art und Weise, der Bürger eigentlich nicht nur dazu berechtigt ist, Widerstand zu leisten, sondern eigentlich die Pflicht hat, weil es zu den Bürgerrechten gehört, dass er auch seine Pflichten wahrzunehmen hat, nämlich für Recht und Ordnung zu sorgen und die Verletzung von Recht und Ordnung zu bekämpfen. Anders ausgedrückt, Rechten wohnen immer auch Pflichten inne. Erst das komplexe Verhältnis von beidem führt zu Recht und Ordnung, zu Freiheit und Demokratie. Deswegen üben Eltern die Rechte der Kinder aus, bis diese das nötige Alter erreicht haben, nicht nur ihre Rechte, sondern auch die damit verbundenen Pflichten überhaupt angemessen zu erfassen. Kinderrechte erhöhen daher nur scheinbar die Rechte der Kinder. Tatsächlich verlagern sie selbige von den Eltern zum Staat. Das Thema Kinderrechte ist in dem Bewusstsein von Personen, die jetzt nicht selbst kleinere Kinder haben, im Moment überhaupt noch gar nicht da, ist mein Eindruck. Es ist nämlich so, dass diese sogenannten Kinderrechte keineswegs nur im Zusammenhang mit einer Aufnahme ins Grundgesetz Thema sind, sondern seit einigen Jahren werden Kinderrechte in Kindertagesstätten, in Schulen und in Freizeiteinrichtungen, Jugendfreizeiteinrichtungen und so weiter vorangetrieben. Das heißt, Kinder bekommen richtig beigebracht, was sie alles für Rechte haben. Und das ist ein Riesenthema. Und das geht so weit, dass jetzt die Verfassungen von Kindertagesstätten mit aufnehmen müssen, also nach dem Grundprinzip der Partizipation der Kinder aufgebaut werden müssen, damit diese Kindertagesstätten überhaupt noch gefördert werden vom Staat. Was Kinderrechte in der Praxis bedeuten, erfahren die Besucher des Symposiums von Kinderpsychiaterin und Kindergartengründerin Dr. Elke Müller-Niering. Da dürfen Kinder sich entscheiden, ob sie gebildet werden wollen oder nicht. Da dürfen Kinder, da steht, die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie gebildet werden. Sie haben das Recht, wann, wie und von wem sie gewickelt werden. Tatsächlich genügt eine kurze Google-Suche, um auf zahlreiche Kita-Verfassungen zu stoßen, die geradezu skurril anmuten. Von verfassungsgebenden Organen ist da die Rede, von Gruppenkonferenzen und Kita-Parlamenten und von jenen absurden Kinderrechten. Zum Beispiel selbst zu entscheiden, was, wann und wie viel die Kinder essen oder trinken wollen. Oder ob, wann und von wem sie gewickelt werden wollen. Kann man so etwas überhaupt ernst nehmen? Ja, man muss es ernst nehmen, weil starke politische Kräfte da mitmachen. Das ist ja wie bei dem Gender Mainstreaming, was ja ein völliger unwissenschaftlicher Schwachsinn ist. Aber sie machen es. Und sie machen es auch nicht, weil ein Parlament das beschließt oder weil von der Bevölkerung her der Wunsch ist, sondern es wird bei der UNO in dem Fall besprochen und sickert dann durch bis in jede Gemeinde, die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte haben muss und so weiter. Dasselbe droht nun offenbar auch mit den Kinderrechten. Das mit den Kinderrechten in die Verfassung, das ist natürlich eigentlich ein ziemlich durchschaubarer Trick. Und zwar deswegen, weil wir haben eine Verfassung, die Menschenrechte festlegt. Nun sind wir uns darüber einig, dass Kinder Menschen sind. Folglich gelten alle Menschenrechte auch für Kinder. Folglich haben wir Kinderrechte in der Verfassung, nämlich die Rechte, die jedem Menschen entsprechen. Übrigens wird durch unseren Staat dieses Kinderrecht, das wesentlichste Kinderrecht nicht hinreichend geschützt, nämlich das Recht auf Leben. Wir wissen, dass Abtreibung straffrei gestellt ist. Damit hat der Staat eine seiner wesentlichen Aufgaben, nämlich den Schutz von Leben und leiblicher Unversehrtheit seiner Bürger, in diesem Fall verletzt. Darüber müsste man mal wieder viel intensiver diskutieren. Aber das ist ein anderes Thema. Also das heißt, Kinder sind Menschen und haben dieselben Rechte wie alle anderen Menschen auch. Wenn jetzt bestimmte Schlaumeier glauben, sie müssten Kinderrechte einführen, dann ist das doch eine relativ durchschaubare Maßnahme, weil die Einführung solcher Kinderrechte über die Kinderrechte, die qua Menschenrechte in der Verfassung eh schon drin sind,
dazu führen, und da sind sich eigentlich alle Soziologen, die das sich betrachten, einig, dazu führen werden, dass hier sozusagen ein Keil zwischen Eltern und Kinder geschoben wird und eine Möglichkeit aufgebaut wird, Kinder, insbesondere dann, wenn sie in mal schwierigen Entwicklungsphasen sind, sich in einer Art und Weise gegen ihre Eltern auflehnen, die es dann wiederum dem Staat erlauben, sich in unbilliger Art und Weise in das Erziehungsrecht der Eltern einzumischen. Das ist ja eigentlich das Motiv derjenigen Leute, die mit diesen Kinderrechten hausieren gehen. Denen geht es ja nicht um das Wohl der Kinder, sondern um die Vergrößerung der Macht des Staates in der Indoktrination der Kinder. Das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Und einer, der das mal ganz deutlich sagte, ist der heutige Bundesminister für Arbeit und Soziales, Olaf Scholz, dessen berühmtes Zitat hier in der Wappenhalle in aller Munde ist. Ja, wenn ein hochrangiger SPD-Politiker ganz offen zugibt oder indem er dieses Wort der Hoheit über die Kinderbetten selber verwendet, dann kann man es nicht als Verschwörungstheorie oder dergleichen abtun, wenn man sagt, es ist eine Agenda dahinter. Er spricht ja selber von dieser Agenda. Und ich kann nur sagen, gegen alle Leute, die Hoheiten über irgendwelche Kinderbetten erobern wollen, müssen die Eltern aufstehen und sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren. Weil es geht den Staat und auch Herrn Scholz überhaupt nichts an, wie Leute ihre Kinder erziehen. Und er hat nicht als irgendein Geist über irgendeinem Kinderbett zu schweben. Dem dürften die allermeisten Eltern zustimmen. Nur wissen sie offenbar gar nicht, was sich hinter dem schön klingenden Begriff der Kinderrechte wirklich verbirgt. Kritik, die ich jetzt hier vortrage, kommt in den Medien so gut wie überhaupt nicht vor. Es wird eine eindeutige Propaganda für diese Kinderrechte gemacht. Es gibt natürlich diese essentiellen, elementaren Rechte, die in der Welt leider traurigerweise vielfach wirklich gebrochen werden, mit Füßen getreten werden. Und diese Bilder nimmt man dann, schreibt drüber Kinderrechte. Und das klingt natürlich bei jedem geht das Herz auf und sagt, natürlich, wir brauchen doch die Kinderrechte. Und die Menschen ahnen überhaupt nicht, was in Deutschland vor allem unter Kinderrechte läuft und was hier eigentlich damit transportiert wird. Übrigens, die Demo für alle veröffentlicht Videomitschnitte sämtlicher Vorträge zeitnah auf ihrer Internetseite. Damit die dringend nötige Aufklärung über dieses Thema auch über die Münchner Wappenhalle hinauswirkt. Die Agenda des Kollektivismus, das ist die Agenda sowohl kommunistischer als auch sozialistischer politischer Ideologie oder Vorstellung, dass man am besten dort ansetzt, wo Kinder noch klein sind, um sie für das politische Gemeinwesen zu gewinnen. JFTV, ein Angebot der Jungen Freiheit, ihrer Wochenzeitung für Debatte.